Brandneue Folgen sind heute am Start in Super Mario Odyssey. Habt ihr eigentlich auch schon gewusst, dass das Spiel vor 7 Jahren erschienen ist? Wow, hey, wie schnell die Zeit läuft. Und heute ein traditionelles Festival steht vor der Tür. Da haben wir das letzte Mal ja eigentlich auch aufgehört gehabt. Ich lasse es nochmal schnell laufen, damit ihr das auch noch hier seht. Oh, jetzt, die ganze Band. Ich kann mich an das auch nicht mehr so groß daran erinnern. Pauline. Okay, hier ist sie. Okay, wow. Ist ein bisschen übertrieben, so viele. Ja, genau, so viele Plakate. Okay, gut. Ich habe keinen Schimmer, was ich jetzt genau machen muss hier, aber ich glaube, irgendwo läuft es hier. Gibt es hier irgendwie so einen Durchlauf oder so? Genau hier. Das Festival ist hier bei uns. Eine feste. Was? Eine feste Institution. Okay, kein Scherz. Cool. Okay, das ist doch ein super Spiel hier, oder nicht? Oh, jetzt haben wir hier den Pixel Mario hier. Wow. Das Ganze hier in Form von klassischen Donkey Kong Style von früher. Wo muss ich hier durch? Rechts? Ah, es dreht sich hier. Okay. Ja, weißt du, was ich immer machen möchte? Mit dem Steuerkreuz spielen. Aber dieses Spiel spielt man ja hier nicht mit dem Steuerkreuz. Kann man hier... Ah doch, man kann mit dem Steuerkreuz kann man die Plane öffnen. So, und da oben haben wir auch noch ein paar Sachen. Was für ein Rest hier? Ja. Ich kann aber noch nicht weiterreisen, merke ich da oben. Boah, das ist so eine richtige Sonic-Rampe da oben. So. Ein Looping, mega geil. Okay. Das wäre eine coole Mechanik für Mario Maker 3 dann nachher. Also das ist doch schon Mario Maker Style übrigens. Ja, jetzt habe ich nach links gedrückt, wollte eigentlich rechts durch. So. Alle Achtung hier. Okay, ich gehe jetzt einfach mal da weiter. Aber Steuerung ist schon recht gut gemacht in dem Spiel, muss ich schon sagen. Hey, etwas, was ich jetzt gerade im Kopf habe, ist, dass hier irgendwo, glaube ich, noch ein Mond versteckt ist. Das kann ich mich noch daran erinnern, aber ich weiß nicht wo. Vielleicht werden wir den Mond da irgendwie noch sehen. Wow, leuchtende Münzen, mega geil. Ja. Also Mond oder so habe ich jetzt noch nicht gerade gesehen. Bam, 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 bam. Da sieht ja sowieso so ein bisschen so anders aus. So. Knapp gewesen. Ich weiß gar nicht, was passiert, wenn mich da so ein Teil da erwischt. Ich verliere wahrscheinlich einfach ein bisschen Leben. DK. Es kommt durch DK am Schluss. Ich weiß es nicht. Klassisch würde wahrscheinlich DK am Schluss kommen. So. Ey, man hört den ganzen Soundtrack hier in dieser Stage. Nochmal DK. Schönes Feuerwerk hier. Ja, das ist das Festival. Ja, ich hab's gedacht. Ist da unten wahrscheinlich ein Herz drin. Ja. Das Herz ist mir noch sympathisch, finde ich, im Vergleich zum Pilz, der mir immer davon abhaut. Das DK. Schaut euch mal an. Hey. Okay, nice gemacht hier. Also ich habe keinen Schimmer, ob ich jetzt irgendwo den Mond vergessen habe. Aber ich bin wieder da. Oder ob es wirklich einen Mond hatte. Hey Leute, lass mich da zu Pauline hin. Da hinten ist sie. Wow, ich wusste gar nicht mehr, dass ich da drauf jumpen kann. Ja, hallo. Das ist cool hier. Können wir noch ein Foto zusammen machen? Es gibt doch so einen Fotomodus, doch nicht, oder nicht? VR-Modus, nein. Ich dachte, es gäbe doch so einen Fotomodus, doch da noch. Da kommt es erst später noch. So, vielen Dank für die Teilnahme am Festival. Ohne dich hätten wir das nicht geschafft. Aus diesem Grund möchte ich dir einen Dankeschön überreichen. Jetzt bekomme ich einen Mond. Oh, ein Multimond.
Richtig nice. Nein, jetzt sollte ich noch auf ihren Kopf springen. Nice, 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 nice. Also kein Mond darin versteckt gewesen irgendwie. Ich dachte, es gäbe Mond. Aber egal, wir haben drei Monde erhalten. Ein traditionelles Fest. Okay, wo gehen wir hin? Ja. Was ist das? Jetzt ist es ruhig. Ja, ich kann auch nicht abreißen. 20, ne? Ich habe 18. Ja. Okay. Das war das Konzert. Das heißt, ich kann jetzt ein bisschen... Oh, das sind diese Teile hier. Und Amiibo könnte man hier auch noch einscannen. Ja, soll ich mir mal eins einscannen? Ich weiß gar nicht, wo mein Amiibo gerade hier irgendwo ist. Okay, ich wollte jetzt ein Amiibo einscannen, aber... ich glaube, die erste Info ist, glaube ich, kostenlos. Und da muss man Amiibo einscannen, Amiibos einscannen oder, glaube ich, irgendwie so 500 Münzen oder so bezahlen. Sag mal, kann ich jetzt das machen hier? Zack. Berühren. Ja, jetzt geht's wahrscheinlich. Jetzt geht's. Sag mal hier. Los. Aber muss noch halten. Das habe ich ja schon einmal kurz gemacht hier. So. Mal sehen, dass Amiibo ist. Genau, Mario. Vielleicht bekomme ich... Ah, oh, er sucht noch 5 Minuten, okay. Ja. Also dann kann ich das so machen, dass ich den einen... jetzt umziehen, was habe ich bekommen? Habe ich ein Geschenk jetzt bekommen? Ich habe sie nicht gelesen. Oh mein Gott, ich bin eine klassische Mario. Wie geil ist das denn? Das sieht richtig schick aus. Mega cool. Das ist doch der klassische Mario. Ich gehe mal schnell kurz in meine Dings der Odyssey. Ja, hier steht auch Retro-Outfit und Retro-Mütze. Krass, also das hatte ich früher nicht. Habe ich das jetzt einfach bekommen, durch dass ich das Amiibo eingescannt hatte? Also hier durch diesen Apparat, was es gab, da muss da vorne irgendwie noch ein Stern sein. Also wenn ich Stern sage, meine ich natürlich Mond. Das Outfit hatte ich nicht. Also ich muss sagen, als ich das Spiel früher gespielt habe, dort hatte ich sowieso kaum was mit Outfits oder so gemacht. Da hast du ja, du kannst einen Schnaps mit nach unten auf. Ah, jetzt geht's nach unten. Steuerkreuz nach unten, kann man Fotos machen. Der Stern ist doch. Der Mond ist doch irgendwo da unten, oder nicht? Hier unten ist doch ein Mond wahrscheinlich irgendwo versteckt. Da unten ist er, oder? Ja, und wie kommt man da hin? Aha. Sieh an. Hallo. Cool. Jetzt brauche ich aber noch einen und dann hätte ich es ja schon geschafft. Das ist aber wohl das coole Outfit irgendwie, auch wenn es ein Retro-Outfit ist. Das ist ja cool, ey. Man bekommt ja richtig so alte Mario Bros. Vibes. Und jetzt habe ich aber keinen mehr da auf der Karte, ne? Nein. Das heißt, ich muss jetzt, glaube ich, warten 5 Minuten oder so, bis mir der Mond da angezeigt wird da. Weißt du, was wir machen? Ich gehe mich einfach ein bisschen umschauen. Vielleicht finde ich irgendwie per Zufall irgendeinen Mond oder sonst irgendwas Interessantes noch. Hier gibt es zum Beispiel so eine Seilsprungprüfung. Kann ich einfach da rein? Versuch's gerne mal wieder. Hä? Oder da vorne? Weil ich kann die Rangliste hier nicht angucken. Komm, mach mal hier. So geht das nicht wieder. Kann man sie irgendwo resetten? Das ist komisch. Ich wollte jetzt hier der Seil springen. Hab's irgendwie schon verpasst. Ja. Okay, also irgendwie geht das gerade nicht mehr. Ah, der gibt mir auch einen Tipp. Er sagt mir auch, aber ich gebe dir einen Hinweis. Schwindelerregende Höhen. Der ist hier irgendwo versteckt. Such ihn, finde ihn. Chip, chip. Ja, also irgendwo Höhen. Vielleicht irgendwo weiter oben oder so. Ich weiß es nicht. Ah, hier wird jetzt geschrieben. Männer, nie und nimmer schaffe ich 30 Sprünge. Ich glaube, wenn ich 30 Sprünge schaffe. Sag mal, hier kann ich jetzt da was anschauen. Möchtest du eine Verbindung mit dem Netz? Ja. Da kann man das Netzwerk verbinden. Und dann kann man die Rangliste der ganzen Welt und Freunde kann man hier auch anschauen. Schau mal an. Es ist ein Fehler. Was ist hier los? Komm, ich spring jetzt einfach mal da rein. Nee, so. 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 30 muss ich hinkriegen. Ich glaube, da gab es, glaube ich, auch mal so einen Glitch oder so. So. 30. Oh, es wird immer schneller. Eigentlich müsste ich das ja eigentlich recht gut können aus Mario Party. So. Ich weiß nicht, ob sich da immer gleich da bewegen. 30. Das gibt sicherlich noch den letzten Mond für mich. Komm. Jawohl, jawohl, und sie machen noch weiter. Ist noch mehr Monde. Hey, jetzt wird es immer ein bisschen schneller, hey. Ja. Nice. Seilspringen-Akrobat.
Stehe ich jetzt in der Liste oder so? Ich komme gleich in die Liste hin. Muss ich noch mal kurz warten. Okay, das hat geklappt. Also 37, ich bin da irgendwie im Platz. Was ist das? 447, nein, 4 Millionen. Am 4 Millionensten Platz. Ja, sag mal, Freundesliste. Jetzt sehe ich mal, oh, ich wäre es da weiter oben in meiner Freundesliste. Vincent, wow. Vincent hat hier so viel. 99.999. Krass. Ja. Ja, wie sieht's bei euch aus? Ist irgendwo auch hier. Yoshi ist hier auch so ein Yoshi-Tree hier. Lego, wo ist denn eigentlich Pikmin? Nuli 215, Maximat, Leo, auch noch hier zu sehen. Peachy. Okay, ey, ihr habt noch einen falschen Kürzel hier. Gut, das ist wahrscheinlich davor noch gewesen, vor der Änderung. Da haben wir auch noch ein paar hier. Sandra ist auch noch drauf. Sandra 53. Ja, da müsst ihr mal einen neuen Rekord machen. Dann wird der Kürzel von euch auch noch aktualisiert. Luxstar. Hey, ich sehe kein Pikmin. Hat Pikmin das nicht gemacht? Hat sich nicht irgendwo gemacht, mal. Ich weiß es nicht. Gottrax ist auch da. Krass, meine ganzen Freunde, die das Spiel auch gezockt haben. Hey, habe ich 63 Leute, die das auch. Ich habe 63 Leute auf der Freundesliste, die das hier gemacht haben. Hey. Seilsprungprüfung 2.0. Wieso 2.0? Was heißt 2.0? Hat sie mal eine Änderung gegeben, hey. Okay, jetzt habe ich ja alle Monde eigentlich. Also, wenn ich alle Monde habe, dann kann ich eigentlich weiterziehen. Und im Übrigen, Leute. Jemand hat mir gesagt, hier dieses Taxi, wo da so ein bisschen so komisch da vorne aussieht, in das kann man da reinfahren. Danke noch für den Tipp. Seht ihr, der Vogel guckt auch dorthin. Weil die anderen Taxis haben da oben so ein Taxischild. Steht Taxi da oben drauf. Und da steht nichts drauf da oben. Das kann ich da kapern anscheinend. Ja, nicht so. Nein, nicht so. Seht ihr? Oh mein Gott, wo bin ich jetzt da gelandet? Ich bin mit dem Tag. Hä? Das ist irgendwie so ein spezieller Bereich. Oder wo bin ich jetzt? Da irgendwo. Hä, ist das nicht am Anfang oder so gewesen? Ja, keine Ahnung, was hier ist, aber das ist anscheinend ein versteckter Bereich, oder? Ich glaube, das ist ein versteckter Bereich. Wie komme ich jetzt wieder zurück? Also es gibt ja schon noch einige Secrets, würde ich mal sagen. Es gibt hier noch einige Secrets hier. Also ich gehe jetzt mal wieder schnell zurück zu meiner Odyssey, weil eigentlich hätte ich da eigentlich alles gemacht, um weiterzureisen. Da können wir ja weiterreisen. Das ist jetzt wahrscheinlich eine kleine Mini-Folge von meiner Seite. Weil ihr kennt mich ja, ich splitte ja gerne die Sachen ein bisschen auf. Also bei meinem Paper Mario, bei meiner letzten, da habe ich natürlich ein bisschen eine XL-Folge gemacht. Ja, klar, ich könnte natürlich hier auch die Länge der Folgen ein bisschen verlängern. Aber ich finde es jetzt eigentlich noch geil, wenn man da weiterreist und dann auch woanders dann noch mit einer neuen Folge beginnt. So kann man auch ein bisschen schön das Thumbnail eigentlich auch gestalten. Oh, die Qual der Wahl, was meinst du? In welches Land hat sich Bowser wohl verkrümmt? Oh, jetzt kann ich aussuchen. Küstenland! Oder Polar, also entweder, oh, das ist aber schwierig auszuwählen, entweder Eis oder gleichzeitig Strand. Tja, wir gehen natürlich an den Strand, Küstenland. Hättet ihr gedacht, dass ich dorthin gehen werde? Aber da werfen wir mal schnell kurz noch einen Blick hinein, würde ich sagen, oder nicht? Ich hätte jetzt auch einen Schnitt machen können und sagen können, ja, in der nächsten Folge. Aber nein, ich würde mal schnell mal vorbeischauen, wo es weitergeht. Wo geht das Abenteuer weiter? Ja. Da. Also das ist schon ein klasse Spiel, findet ihr nicht auch, ne? Super Mario Odyssey. Das wäre eine Überraschung auf der nächsten Nintendo-Konsole mit dem zweiten Teil davon. Das nenne ich mal eine überwältigende energetisches Festival. Energetisches Festival. Nutzen wir diese Energie für unsere weitere Reise. Wo wir gerade ein bisschen Zeit haben, können wir ja ein paar Kleinigkeiten nachlesen. Reisetipp, Wandsprung, ja, kennen wir schon, bla bla bla. Da gehe ich jetzt einfach mal schnell durch, das kennen wir ja schon.
Stopp Küstenland, dort gibt es ein prächtiges sprudelndes Meer und vier gigantische Fontänen, die man gesehen haben muss, steht hier. Yeah, ich bin so gehypt auf das Küstenland. Ich weiß nicht, wieso, es kommt mir vor, das wäre ich das erste Mal dort. Das zweite Mal nach 7 Jahren, der Blubberstrand, ich weiß es nicht mehr so richtig, ey. Der Blubberstrand, ich weiß nur, dass Mario da so irgendwie so auf dem Bild so nackt war, irgendwie mit der Badehose, das Glas ist halb leer. Oh. Boah, es gibt so irgendwie so Mario Galaxy Vibes irgendwie, wenn ich da bin, ich weiß nicht wieso. Was ist denn das da oben auf dem schicken Glas? Keine Ahnung. Das war die dezente Musik. Oh, Schnecken da unten. Ja, der hat schon ein Problem. Wie viel brauchen wir denn nachher dazu, wieder wegfliegen? 10! Das ist ja wie so ein Zwischenhalt. Der schaut doch schon, wie geil Mario da steht, ey. So, oh, er hat aber heiß. Ist das schlimm? Ja, vielleicht können wir dich passend dann ankleiden. Aber hey Leute, das machen wir das nächste Mal. Na, ich denke, so mit Pauline und so mit dem Ganzen lassen wir in einer Folge. Und das nächste Mal erkunden wir mal hier dieses Küstenland. Ey, ich bin schon mega gehypt. Ich weiß nicht wieso. Aber ich freue mich so riesig, hier weiterzumachen. Hey, habt noch eine gute Zeit und bis zur nächsten Folge. Und tschüss zusammen.